Einen guten Morgen, Tag, Abend oder Weltuntergang, ganz egal wann ihr guckt. Weiter geht's mit Dragon Slayer 3D. Wir sind immer noch hier auf dem Turm, wo diese ganzen Treppen waren. Jetzt gehen wir weiter. Bei der geheimen Mission, die Prinzessin zu retten. Mana-Trank. Oh, da war gerade was Schwarzes. Fledermäuse. Oh, da sind die wieder. Vampire. Kommt her. Kann man euch töten, ja. Jetzt bleiben wir hier 15 Minuten lang stehen und töten Vampire, Fledermäuse. Nee. Oh. Ist einer mit einer Armbrust. Oh, das sind jetzt sogar zwei. Komm. Kann man da was sehen? Sieht wohl nicht danach aus. Gehen wir dann weiter. Schokolade. Nee, da will ich lieber nicht runter. War ich das jetzt? Ups. Nein. Das Fenster. Ich wollte auch nur probieren, wie man Gegner anvisiert. Jetzt bin ich fast tot. Irgendwie konnte man noch Gegner anvisieren. Oh. Ach, kommst wohl nicht ran, was? Bist blind, ne? Kannst wohl nicht so weit sehen. Mehr als einmal. Okay. Bewegen wir mal weiter. Und noch einmal. So muss das klappen. Hallo, fieses Stück. Sei froh, dass ich keine Armbrust habe, sonst wäre es jetzt Geschichte. Die machen auch komische Geräusche. So, komme ich hier hoch? Jawohl. Fehlt nur noch eine Klettermusik. Und rüber. Wie aus dem Nichts kommen die. Sind ja schlimmer als Ratten. So, das müsste, glaube ich, klappen. Wait for me. Oh, das war knapp. Oh, nächster Aufzug. Na, geht doch. Wieder voll. Fast. An Lebensenergie. Ah, da runter muss ich jetzt. Hier, da runter.
Wehe, du schießt. Natürlich schießt du. Wer würde nicht schießen? Und schöne Zähne hattest du. Weiter hoch geht's nicht, also... hier hoch. Und tschüss. Oh, ich höre die noch, da unten sind die. Aber folgen wir denen lieber nicht. Nein! Oh, nein! Was ein Fail. Also gut, wieder alles von vorne. Dreh. Dreh. Und nochmal. Wobei. Na, ich muss ja so oder so nochmal drehen. Ich dachte, ich könnte von da hinten nochmal drehen, aber dann würde ich ja nicht mehr darüber kommen. So ist doch richtig. So gefällt's mir, so ist es schön. Unten ist nix, also wieder rüber. Okay, diesmal jetzt warte ich. Der Blitz hat etwas. Bestimmt der Schlüssel, den ich brauche. Wollen wir uns doch holen. Komm, greif an. Hier ist irgendwo noch einer, oder? Ja. Hammer, dich wohl überrascht, was? Yay, und wir haben den Schlüssel. Weiter in den nächsten Raum. Okay, ich habe noch zwei Wege, aber... oh nein! Nun kann ich meine Rache an euch Tischen und Stühlen... oh, ihr verschwindet ja. Da wollte ich mal meine Rache an euch auslassen, an dem Schränken. Ein Feuerholz aus euch machen, aber... oh. Greif doch! Doch gut zu wissen, dann heißt es, ich muss einfach nur blocken. Naja, klar, dass er hier wiederkommt. Die Spinnen sind euch wohl nicht mehr gut genug. This looks like the wizard's room. Be careful. He likes to set traps where you least expect it. Also das war jetzt ja keine originelle Falle. Gegner, ein Spawn, Gegner. Komm her. Kommen da jetzt unendlich viele, oder?
schätze mal, dass da echt unendlich viele kommen. Hallo. Lass mich in Ruhe. Geh nach Hause. Okay, es scheint aufgehört zu haben. Oder auch nicht, schnell. Heiltrank. Verschwindet. Hier rüber. Oh, ein Bett. Nein, da war Gold. Oh, oh, oh. Fliegende Kleidung. Ich will keine fliegende Kleidung. Gib mir lieber fliegende Frauen. Welche ist nun die echte Prinzessin? Scheint, als müsste ich hier runter. Oh, Bücher. Oh, diese Bücher, die nerven echt ein. Aber ihr kommt doch wieder. Ich werde bombardiert. Die folgen ja einem. Ah, das ist nicht schön. Hier rauf. Sowas mag ich natürlich, die Geschosse, die einen verfolgen. Karl, irgendwie muss ich. Okay, den tue ich noch ein bisschen weiter hochstellen. So ist es gut. Ah, verdammt. Nein! Geht weg! Dennoch danke für die Lebenskugel. Ich war mir schon am Überlegen, ob ich nicht einen Trank nehmen sollte. Danach wird hier erstmal gespeichert. Jetzt wird er einfach durchgewascht. Schießt um? Nein.
bist du dummer Raum. Oh verdammt. Das war nicht schlau.